es ist mir einfach scheißegal. Ich mache einfach, was ich will. Und wenn die meinen, dass sie ihre Videos so machen wollen, dann sollen sie das doch machen. Aber die sollen mich doch einfach in Ruhe lassen. Hi, ich bin's wieder, auch JJ. Und ich find's richtig don't like a Barbie, dass ich diesen Video hier überhaupt machen muss. Ich habe nämlich ein bisschen Stress, kann man nicht sagen. Aber ich habe ein paar Probleme mit anderen YouTubern. Und das schon seitdem ich angefangen habe mit Videos machen. Eigentlich habe ich nicht die Probleme, sondern die anderen YouTuber haben irgendwie die Probleme mit mir. Warum auch immer. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich halte jetzt mal nicht mehr meine Klappe. Weil diese ganze Hinterfotzigkeit langsam so viel wird, dass man dazu einfach was sagen muss. Diese Falschheit auf YouTube ist im Moment einfach überall auf YouTube. Und wenn ich mir dann Videos angucke und die Leute sitzen dann da und erzählen so, wie sozialisiert die sind und so. Und ich denke mir dann so, hä? Wieso redest du jetzt so, oh, jeder soll machen, was er will, bla bla. Aber warum hast du mich denn letztens fertig gemacht? Obwohl du mich nicht mal kennst. Auf jeden Fall, damit ihr versteht, was ich meine, fange ich jetzt überhaupt erstmal mit dem Video an. Auf jeden Fall fing alles ja eigentlich damit an, dass ich YouTube-Videos gemacht habe. Vorher, wisst ihr ja, war ich nur auf Facebook und dann war ich ja bei DSDS, da haben die meine Erklärvideos gezeigt und Bild.de, also Bild-Zeitung. Und dann bin ich auf YouTube gekommen, also so richtig mit richtig YouTube-Videos machen. Vorher habe ich nur ab und zu mal meine Erklärvideos hier gepostet und das war's. Und dann habe ich gleich eine Nachricht von einem großen YouTuber bekommen, was ich auf YouTube zu suchen habe, dass ich voll dumm bin, dass ich behindert im Kopf bin und dass ich mich von YouTube verpissen soll. Wo ich so dachte, hä? Was willst du denn von mir? Du musst doch nicht meine Videos gucken oder mich nicht gut finden. Mach doch einfach deine eigenen Videos und lass mich einfach in Ruhe. Also ich habe einen richtig fetterigen Schiss auf diese Nachricht gegeben und dann habe ich mich auf YouNow angemeldet. Und wollte dann mal gucken, wie das so funktioniert. Bin in manche Streams gegangen. Und das war die Zeit, wo noch einige, also es war letztes Jahr, wo noch einige größere YouTuber gestreamt haben ab und zu. Und dann habe ich die halt alle abonniert und bin dann mal in deren Stream reingegangen und habe mir das so angeguckt, was die so sagen, was die so machen und so, wie das so ist. Und weil ich halt einfach gegen niemanden was habe, ich wollte mir einfach alles mal so angucken. So, ich bin dann einfach in mehrere Streams von denen reingegangen und dann bin ich bei einem reingegangen. Und dann haben alle geschrieben, JJ ist da, hi JJ und was auch immer, JJ verpisst dich wieder und keine Ahnung. Fans haben geschrieben, Hater haben geschrieben, einfach Leute, die mich halt kannten. Und daraufhin hat diese Person, die gestreamt hat, mich geblockt. Warum? Warum hat er mich geblockt? Das verstehe ich nicht. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich wurde einfach geblockt. Keine Ahnung, ich durfte nicht zugucken. Dachte ich so, okay, ich habe noch niemals ein Wort mit dieser Person geredet oder sonst was. Aber okay, dann blockt mich halt. Ein paar Wochen später war ich bei jemand anderem im Stream. Da wurde ich auch geblockt. Ich verstehe es nicht. Was habe ich gemacht? Ja, also ich wollte diesen Personen irgendwie gar nichts tun oder so. Ich bin einfach in den Stream gegangen, um mir das reinzuziehen. Aber okay, da haben die mich halt geblockt. So, da waren dann noch so ein paar andere Sachen, aber wenn ich die erzähle, dann wisst ihr sofort, wen ich meine. Und deswegen sage ich darüber nichts. Auf jeden Fall habe ich ja nicht nur Stress mit großen YouTubern. Es gibt auch große YouTuber, mit denen verstehe ich mich sehr gut. Und die habe ich mal irgendwo getroffen, auf irgendwelche Veranstaltungen und so. Und ja, wir schreiben halt einfach ganz normal so außerhalb von YouTube. Und von den großen YouTubern, mit denen ich mich verstehe, hat mir auch jemand gesagt, dass die doof zu mir sind, dass die auch über mich lästern und ja, dass die halt meinen, dass ich einen an der Waffel habe und so. Aber warum habe ich einen an der Waffel, nur weil ich mache, was ich machen möchte? Also ich verstehe halt einfach nicht, dass diese YouTuber ihre Videos machen und dann so auf sozialisiert machen und so tun, als wenn sie andere YouTuber akzeptieren oder auch andere Menschen akzeptieren, dass jeder so sein soll, wie er ist und dass er einfach machen soll, was er möchte. Aber hintenrum lästern die über Leute, die anders sind. Ich weiß selber, dass ich anders bin und es ist auch gut so, dass ich anders bin. Ich will nicht so sein wie die YouTuber und deswegen verstehe ich nicht, warum die mich so angreifen, nur weil ich mache, was ich will. Nur weil ich mich nicht so wie die hinsetze und irgendwelche Fachwörter sage, damit ich seriöserig wirke. Ich mache einfach meine Videos so, ich erfinde meine eigene Sprache, ich spreche so Deutsch, wie ich das will. Ich
muss mich nicht immer schminken vor den Kamera. Es ist mir einfach scheißegal. Ich mache einfach, was ich will. Und wenn die meinen, dass sie ihre Videos so machen wollen, dann sollen sie das doch machen. Aber die sollen mich doch einfach in Ruhe lassen. Wenn man sagt, dass man akzeptiert, wie andere Menschen sind, dass man nicht haten soll, dass man sich selber darüber aufregt, dass man gehatet wird und sich fragt, was das soll und dass ja jeder einfach machen soll, was er will und so. Wenn man sowas sagt, dann sollte man auch andere YouTuber so lassen, wie sie sind und machen lassen, was sie wollen. Es ist doch scheißegal, ob jemand mit Chicken Wings badet oder in Wackelpudding badet oder ob sich jemand sexerig in den Videos zeigt oder sexerigen Videos macht oder ob jemand einfach verrückt ist oder was auch immer. Es ist doch scheißegal, Mann. Und wenn man in die Kamera sagt, dass man dafür ist, dass jeder machen kann, was er will, dann sollte man auch nicht andere YouTuber anmachen und sagen, dass sie sich von YouTube verpissen soll. Vor allem, wenn man gar nichts mit denen zu tun hat. Wenn man die einfach nur sieht und denkt, okay, das ist scheiße. Und dann noch seinen Zuschauern zu sagen, was sie gucken sollen und was nicht. Das finde ich richtig, richtig, richtig don't like a Barbie. Das geht schon gar nicht mehr. Das ist schon don't like a Barbie Stufe ganz unten. Wenn man da jetzt irgendwo einen YouTuber hat, den man nicht so gut findet, weil er irgendwelchen Videos macht, die man komisch findet oder wo man sagt, dass das nicht so das Ding ist, dass man einfach eine richtig schlechte Meinung darüber hat, dann kann man diese Meinung ja einfach haben, aber man muss sie ja nicht seinen Zuschauern mitteilen und denen sagen, ja Leute, ich finde verrückte Videos oder außergewöhnliche Videos haben hier nichts zu suchen. Lasst uns zusammen dagegen angehen, dass diese Kategorie weggeht, so nach dem Motto. Ich finde, jeder Zuschauer kann gucken, was er will. Wenn meine Zuschauer Videos von YouTubern gucken, die ich selber nicht so gut finde, dann ist es mir einfach scheißegal. Es juckt mich nicht. Guckt doch alle, was ihr wollt. Das ist doch nicht meine Sache, was meine Zuschauer noch so gucken, außer mich. Also seinen Zuschauern zu sagen, dass sie irgendwelche Kategorien oder irgendwelche Videos oder irgendwelche bestimmten YouTuber nicht angucken sollen oder dass es nicht so gut für die ist, dass ein kleiner Tipp ist, dass sie das lieber nicht angucken sollten, weil das einfach behindert im Kopf ist, was die anderen YouTuber machen und sinnlos und keine Ahnung. Wenn man das seinen Zuschauern sagt, sorry, aber dann ist einem auch nicht mehr zu helfen. Da muss man ja irgendein Problem mit sich selber haben oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ich zufrieden bin mit dem, was ich mache, dann interessieren mich doch andere gar nicht. Mann, Leute, guckt einfach, was ihr wollt. Lasst euch von niemandem einreden, was ihr zu gucken habt oder was ihr gut zu finden habt. Auf jeden Fall werde ich auch immer bei YouKnow gefragt, wie ich irgendeinen YouTuber finde. JJ, wie findest du den YouTuber oder den? Und ich habe einfach keine Meinung über irgendwelche YouTuber. Manche finde ich persönlich ganz gut, die gucke ich mir auch ab und zu mal an. Aber ich sag jetzt nicht, ja, der YouTuber ist scheiße. Auch wenn die mich haten, ist mir scheißegal. Auch wenn die mich haten, habe ich nichts gegen die. Auch wenn ich mit irgendeinem YouTuber richtig Stress hätte, es würde mich nicht interessieren, wenn ihr den anderen YouTuber trotzdem guckt. Warum zerreißen sich überhaupt Leute den Kopf darüber, was ihre Zuschauer gucken? Mann, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Video. Ich wiederhole mich einfach 1000 Millionen Mal, weil es ist behindert. Ich habe keinen Bock mehr auf das Video. Es geht mir echt auf den Sack. Auf jeden Fall, egal was, guckt, was ihr wollt. Und lasst euch nichts sagen. Pow! Achso, und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann dreht einfach Däumchen und checkt auch meine anderen Videos ab in der Infobox. Und ich habe hier eine Umfrage, welches Video ich als nächstes drehen soll oder was ihr mal gerne sehen wollt. Es wäre voll like a Barbie, wenn ihr da abstimmen würdet. Und meine Titte juckt gerade. Und an die YouTuber, die über mich lästern und an den YouTuber, der mir geschrieben hat, dass ich mich verpissen soll. Ich mache meine Videos so, wie ich das will. Und ihr habt mir gar nichts zu sagen. Und ich würde sagen, ein dickes Pow auf euch. Pow und meine Titte juckt schon wieder. Pow!